Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Die Sonne geht unter. Und wir haben in der letzten Folge haben wir den ersten Boss besiegt. Ich nenne es einfach mal Boss. Und wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen auf der Karte hier in den Norden. Dort oben hin. Da müssen wir erstmal auf die andere Seite. Und dann, wo wir Oswald gerettet haben, müssen wir praktisch hier hoch. Das heißt, wir müssen einmal über die Brücke. Oh, jetzt ist auch schon Nacht. Alles klar. Was wir noch machen können, ich habe den Zauberstab hier beim letzten Mal bekommen. Quatsch, das war falsch. Ich muss mit Oswald reden. Und diesen Zauber, den Hagelblitz-Zauberstab, können wir noch ein Update verpassen. Und wir können nochmal. Und jetzt reicht es nicht mehr. Wir könnten da so ein paar Updates können wir noch draufhauen. Wo haue ich jetzt die Waffen rein? Die Münzen rein. Mach die jetzt hier oben beim Essen rein. Den Kopf nehme ich mal mit, würde ich sagen. Ich lege mich mal kurz ins Bett. Ich weiß nicht, ob man jetzt schlafen kann. Das mit dem Bett verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Klar kann ich mich hier hinlegen, um zu heilen. Und ich gehe davon aus, dass dann was schneller heilt, wenn man hier im Bett liegt. Aber irgendwie hätte ich erwartet, dass man die Nacht überspringen kann. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Oswald, kannst du Tag machen? Sieht so aus, als hätte sich um den Elixierbrunnen gekümmert. Mach weiter so, du könntest hier noch beliebt werden. Alles klar, Oswald. Machen wir. Dann bin ich endlich beliebt. So, ich würde sagen, wir gehen einfach los. Wir nutzen die Zeit. Nicht lang schnacken. Wir sind ausgeruht, uns ist kalt. Gut, das ist halt unser Nachteil. Ich würde sagen, wir gehen über die Brücke. Wir haben zwar gelernt, dass wir auch durch das Miasma gehen können, um auf die andere Seite zu kommen. Aber das wissen wir jetzt erst. Und mit dem Kopf gegen den Stein. Ausdauer. So, ich würde mal was zu essen reinziehen, würde ich sagen, damit wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ein paar Beeren. Ist ein Pilz auch ein extra? Ja, okay. Und ein Hähnchenschenkel. Ja, komm, wir haben 5 Stück. Einer geht, haben wir ein bisschen mehr Leben. Nicht so viel wie im Wolfsfleisch, aber immerhin. Genau, noch ein wichtiger Hinweis. Habe ich gar nicht erklärt. Das wurde mir eben auch zwischen den Folgen erst erklärt. Wenn ihr hier im Charakter den Bogen auf den Slot von dem Bogen ausrüstet, ne, hier oben, dann habt ihr den schnell verfügbar. Also wenn ihr die Waffe und das Schild zum Beispiel habt, um zu kämpfen, könnt ihr in dem Moment, wo ihr den Bogen braucht, Q halten und habt direkt den Bogen und könnt den nutzen, um hier zu schießen. Und wenn ihr Q wieder loslasst, dann habt ihr direkt wieder die Waffe. Das ist praktisch, dass wir halt nicht hin und her schalten müssen. Ich habe ja immer gewechselt zwischen den Waffen. Und so hat man immer sein Schwert bereit, wenn dann der Gegner doch ein bisschen näher kommt als erwartet. So, 250 Meter. Das ist wahrscheinlich der Turm da oben gemeint. Dann gehen wir einfach mal den Weg entlang. Aha. Die Straße ist blockiert. Ist ja kein Problem für uns. Fast noch abgestürzt. Sind hier Gegner? Irgendwo habe ich... Ah, da. Okay, habe ich gesehen. Da war... Okay. Eine Wache haben sie für mich aufgestellt. Eine winzige Wache. Ein Schatz. Sind das diese Leuchtfeuer, die hier brennen oder was? Oder wie? Oder wo? Eine unverzierte Truhe.
Oh. Oh. Mit 7 Kraft. Was hat denn unsere andere Bogen gehabt? Sie kann das hoffentlich vergleichen. 14? Das sieht auf jeden Fall cooler aus, der Bogen. 7. Episch. Gut, aber wahrscheinlich ist er durch das Upgrade hat er entsprechend Zeug bekommen. Wow. Wie sieht denn er aus? Ja, das ist doch mal ein Bogen. Cooles Teil. Das ist echt, der Bogen sieht auf jeden Fall gescheit aus. Der leuchtet auf jeden Fall so hübsch in der Nacht. Wenn du da noch ein Upgrade draufhaust. Aber der hat halt auch weniger Schaden jetzt am Anfang. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Eben hat doch der Hahn gekräht. Können wir mal Tag machen, bitte? Jetzt haben wir die ganzen Münzen in den Zauberstab gehauen. Das ärgert mich natürlich ein bisschen. Aber, oh. Oh, ich will das alles erkunden. Boah. Das ist wieder so, weißt du, wie wenn du gepennt hast oder musst auf Toilette nachts und das Licht geht an. Weggeblendet. Wow, was ein Turm. Junge, 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 was ein Ding. Guck mal, mit den ganzen Verzierungen dran. Ey, es ist so, so episch groß alles. Wow. Cool. Wie kommen wir denn hier rein in die Hütte? Hat der einen Haupteingang? Oder kann ich hier... Nee, der kraxelt ja nicht, ne? Guck mal, wo hier der Haupteingang vorgesehen ist. Wow, wow, wow. Und vor allem auch noch mit solchen Außentürmen dran. Gibt's überhaupt einen Eingang in die Hütte? Was ist das für ein Ton? Was war das? Ah, hier scheint der Eingang zu sein. Wow. Monumental auf jeden Fall. Ein Gegner? Nee, hier sind irgendwelche Vorräte. Die Warten der Bauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Bauer betrifft sie, aber ich sehe sie nicht wiedergeben. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Bauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Die Warten der Bauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern alles Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich mich auf die fixierten Platten steige, geschieht nichts. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Oh, hier ist auch diese Glut wie unten. Zwischenspeicherpunkt. Wow. Oh. Wo bin ich jetzt gelandet? An der gleichen Stelle? Nee, aber an einer anderen Position. Wahrscheinlich bin ich jetzt oben. Das ist wie so ein Aufzug. Oh. Das ist hoch. Cool. Haben wir hier noch, was wir vielleicht übersehen haben? Oh, nee, Karte, nicht über die Tastatur. Mensch, jedes Mal, wie in der letzten Folge. Ah, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Okay, hier gibt's anscheinend nichts.
müssen hier wahrscheinlich weiter. Kisten. Ein Alchemistenring. Aber ich glaube, den haben wir schon, oder? Nee, Ring der Gesundheit. Eine Gesundheit, 20 Lebenspunkte, 8 Mana-Punkte, Mana-Regeneration. Ausdauerpunkte, Lebenspunkte. Dann ziehen wir den auf jeden Fall an. Ja. Bisschen mehr Leben, bisschen mehr Ausdauer nehme ich mit. Okay, irgendwelche Splitter und irgendwelche Energieladungen. Tagebuch. Okay, wir müssen immer noch hier hoch. Aber wie geht's denn höher? Hier kann man nichts mehr machen. Wie komme ich hier in die nächste Ebene? Habe ich hier einen Weg übersehen? Ist hier eine Treppe, die ich übersehen habe? Geht der über den Aufzug? Geht es noch eine Stufe höher? Jetzt sind wir wieder unten. Hä? Hm. Ach, ging's da oben raus? Da ist ein Haken. Ich hab's übersehen. Hab ich doch glatt den Haken übersehen. Und ich wundere mich noch. Oh, da sind Spitzen. Da sind Spitzen im Boden. Aha. Tschu. Nächster Halt, Damenoberbekleidung. Mhm. Da geht's wohl rüber. Lava. Gibt's hier einen Haken oder muss ich echt springen? Okay. Nein! Junge, mach langsam. Uiuiui, fast noch in die Tiefe gestürzt. Hä? Das richtig? Jo, wir sind auf jeden Fall woanders. Oh je. Und Jump'n'Run. Was war da eben? Nee. Nein, 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 nein. Oh, aua, 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 heiß, 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 mach mal aus. Oh Gott. Das ist cool gemacht. Pfeile und irgendein Überlebensfläschchen. Okay, sowas wie ein Trank wahrscheinlich. Oh, sind wir ganz... Oh, wow. Wow, wir sind ganz oben. Oder Bein... Oh, ist das hoch. Wow. Cool.
Die Flamme entzündet sich hier. Oh, guckt euch diese Welt an. Da unten das Miasma. Und es gibt anscheinend unterschiedliche Arten, weil man sieht hier blaues Miasma und rotes und dahin so ein bisschen eher lila. Und da drüben sind noch irgendwelche Gebäude auf den Bergen. Das ist anscheinend sogar noch mal höher. Schneebesetzte Berge. In Verbindung mit Musik habe ich gerade Gänsehaut. Das ist echt schön. Boah. Und das ist eine der Schwebetürme, ne? Ja. Wow. Hier, komm, wir gucken uns noch die Alpen an. Ich will es jetzt spielen. Bitte lass mich dieses Spiel spielen. Da ist ein Höhleneingang da oben. Eine Hütte. Warte mal, in welche Richtung ist unsere Basis? Das ist das, also links von uns. Da irgendwo. Wow. Oh Mann. Keen Games. Jetzt bitte Vollversion. Da ist eine... Das ist eine Burg oder sowas? Welche Richtung ist denn das? Da hinten irgendwo ist eine Burg. Krass. Oh Mann, ey. Abenteuer. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Glutal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Ich will ja. 4 neue Marken aufgedeckt. Okay, hier ist was dazugekommen. Die friedlichen Acker. Ne, da waren wir schon am friedlichen Acker. Die Refugium der Flamme. Fragezeichen, wo geht's denn weiter? Wir scrollen mal ganz raus. Was sind das, die 4 neuen Dinger, frage ich mich gerade. Weil... Oh. 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 Ist die Welt wirklich so groß? Ja, hier sind wir am Rand, ne? Ist eindeutig. Aber hier? Wo geht's hier hin? Okay. Da ist noch ein Elixierbrunnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, bitte. Wir haben auch keine Quest aktuell. In welche Richtung ist das? Nein, da muss er irgendwo sein, in die Richtung. Dann ist das wahrscheinlich dort, wo diese Ruine ist. Irgendwo da an der Kante ist er. Haben wir denn alles dabei? Was haben wir denn im Inventar? Den Ring haben wir noch, so ein paar Sachen. Und das Fläschchen. Okay. Na, 20 Meter. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe... Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe doch keine Ausdauer. Ah, wir haben doch Ausdauer. Wir haben doch eine Ausdauer. Lande, mein kleines Flughörnchen, lande. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte... Uiuiuiuiuiui. Ich dachte, ich stütze ab. Alter, dieser Turm. Der Turm ist so episch groß. Cool. Boah. Aber irgendwie scheint das unter uns zu sein. Warte mal, ich werde mir jetzt was an Nahrung reinziehen. Okay. Wow. Ich lande erstmal hier. Wir können sie immer noch eins tiefer stürzen. Oh Mann.
Da wird irgendwas angezündet da drüben im Haus. Eine Lampe. Sieht aus wie ein alter Bauernhof oder sowas. Okay, jetzt Tomaten. Boah, kann man Ackerbau betreiben? Kann man mit der Hake Ackerbau betreiben? Ich würde gerne Ackerbau betreiben. Oh, da gibt es noch mehr. Was ist denn das? Aroliumblume. Okay, das sind wahrscheinlich trockene Aroliumblumen. Hier ist das Licht eben angegangen. Was haben wir da bekommen? Was war denn das eben? Hat sich angehört wie ein Dietrich. Stimmung, oder? Wie der Nebel hier durchgeht, wenn nichts anders hier so durch die Fenster reinscheint. So, ich weiß, dass ich auch noch plündern kann. Oh, wir haben Honig bekommen. Lecker. Wir haben Honig bekommen. Ich weiß, dass ich hier auch noch ein bisschen mehr, wo geht's denn hier hin? Das ist ein Kamin. Der ist leer. Nee, warte mal. Hier sind wir reingekommen. Das ist Quatsch, was ich gerade mache. Jetzt hier nicht mehr. Kohlekeller. Da ist der Kamin. Nee, das war's. Na, war das Essen nicht gut? Oder habt ihr nichts bekommen? Nachricht. Jetzt hole ich mir erstmal das Garn. Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharen. Sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien. Zu viele Mäuler stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie dann zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei den Unterstand vergraben. Dort werden sie nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Okay, ein Schatz im Hinterhof. Unterstand. Gut, dass man dieses Geheimnis aufschreibt. Ein Schatz im Hinterhof im Unterstand. Ein Unterstand im Hinterhof. Das ist dein Haus. Wo ist dein Unterstand? Meinst du das hier? Da ist ein Pflug, da sind Dings. Da sind irgendwelche Werkzeuge. Nein. Was meint er mit Unterstand? Das Erntegehöft ist das. Bleibt nur noch das Letzte, ne? Nur noch das Ding hier. Oh, nein. Bist du gefangen? Ich befreie dich. Seid ihr auch gefangen? Tut mir leid, ich brauche euer Fleisch. Es war zu wissenschaftlichen Zwecken. Sie haben kein Fleisch dabei.
Schlamm im Unterstand. Wo ist denn hier Schlamm? Oh Gott, Kater. Habe ich denn hier irgendwo Schlamm gesehen? Hier ist Geröll. Meint die Beete? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe doch auch gar keine Schaufel, mit der ich irgendwie irgendwas wegmachen könnte, oder? Hier vielleicht? Nee, das ist ein Bienenkorb. Also hier haben wir den Garten, ne? Hier oben ist der Garten. Vielleicht mit so einer Kugel wegsprengen irgendwie. Wo war denn das? Hier ist der Keller. Warte mal, ich will jetzt nochmal lesen, was auf dem Zettel stand. Ich habe meinen Schatz auf einem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Eingezäunter Hinterhof. Also das ist so ein bisschen eingezäunt. Das wäre dann hier praktisch. Ah, hier. Hier ist auch eingezäunt, wo ich das Schaf befreit. Ah, warte, ich sehe, glaube ich, was, oder? Nein. Hase, hast du was gesehen? Zeig mir den Schatz. Also hier ist ja auf jeden Fall eingezäunt. Oder es war zumindest eingezäunt, bis ich den Zaun zerballert habe, ne? Hier ist Matsche. Hier. Und da leuchtet was. Oh ja, hier ist man noch langsamer. Da ist was. Ein Lehrlingszauberstab. Noch einen neuen Zauberstab. Cool. Nice. Steht da jemand? Was ist denn das? Nee, das ist so eine Miasma-Kugel. Warum gibst du mir einen Zwischenspeicherpunkt? Hintertann. Neuer Ort markiert. Ach, das gilt wirklich als extra Raum. Hier ist noch eine Nachricht. Eine Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise. Ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod. Und auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in unserer Gruft zur Ruhe gelegt. Mögen die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz alledem überleben könnte. Eine tiefe Beinwunde, aber vielleicht nicht so schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er mir sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Okay, die hat... Na super, Nacht. Es ist Nacht. Na, eben ist doch ein Licht hier losgegangen. Wo wird hier angezündet? Oh, I see. Der hat an so einem Altar gesessen. Ist mein Inventar voll? Nein, mein Inventar ist voll. Da wir auch am Ende einer Folge sind, würde ich sagen, die Geheimnisse dieses Ortes, wo wir uns gerade befinden, von Hintertann, das erkunden wir alles in der nächsten Folge. Ich gehe erstmal nach Hause, lad aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier wieder auf die Reise gehen. Zu Hause Stufe 2. Unfassbar schön. Also allein dieser Ausflug auf dem Turm. Grandios. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Noch 4 Stunden bleiben uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.